Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 20 Karrieremodus mit dem VfB Wolfsburg. Und ein großes Dankeschön an die letzten Leute, die das letzte Video bewertet haben. Wir gehen jetzt rein in die Pressekonferenz gegen City in City. Ja, legen wir los. Okay, welcome everyone. We'll be starting to take questions now. Nachdem sie zu Hause deutlich gegen Manchester City gewonnen haben, müssen sie nun auswärts ran. Die sind der Favorit aufs Weiterkommen. Was könnte ein Weiterkommen noch verhindern? Wir wollen erneut gewinnen. Und wir gehen auf den Sieg. Auf dem Papier sind Manchester City und Wolfsburg ziemlich ebenbürtig. Wie werden sie dieses Spiel angehen? Wir müssen auf jeden Fall ein gutes Spiel zeigen. Konzentrieren, Bestleistung abzurufen und zwar ohne Siegesdruck. Aktuell sind sie richtig gut drauf. Gehen sie davon aus, dass es auch in den nächsten Spielen so weitergehen kann? Wir müssen uns konzentrieren. Letztes Ergebnis waren gut, aber wir dürfen nicht abheben. Vor uns liegen wichtige Spiele, also müssen wir uns gut vorbereiten. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch wieder gewinnen werden. Alright, that's all we have time for. Thank you very gut, much. So sehe ich das genauso. Hätte ich nicht besser sagen können. Gut, Freunde. Das ist unsere Aufstellung. Gehen wir rein. Ja, wir spielen grün mit das City. Spielt in blau. Gut, gehen wir es an. Also wir gehen natürlich hier auf Sieg, wobei ich erstmal abwarten möchte und dann kontern möchte. Deswegen auch Almada einen schnellen Mann. Das 13:0 City of Manchester Stadium ist der Austragungsort dieser City. Heutigen Partie und damit herzlich willkommen. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir kommen zum Achtelfinalrückspiel in der UEFA Champions League. Es geht um den Einzug unter die letzten acht. Manchester City gegen VfL Wolfsburg. Ja, die Gastgeber konnten das Hinspiel klar gewinnen, gehen daher mit einem deutlichen Vorsprung in dieses Rückspiel. Ich weiß nicht, ob da noch was geht, ob sie das nochmal aus der Hand geben. Hier haben wir die Aufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Aymeric Laporte spielt neben Marc Bartra in der Abwehr. Kevin De Bruyne steht mit Rodri im Zentrum. Und der einzige Mann im Sturm heißt heute Luis Suarez. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Dann müssen sie nachrücken. Und Parejo blockt den Schuss erstmal ab. Schön geblockt. Aber man sieht schon, in welche Richtung das Spiel geht. Ganz eindeutig. Der Ball kommt rein. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Das könnte ein spektakuläres Spiel heute werden, Buschi. Und wenn es so kommt, Wolf, dann liegt es vermutlich vor allem auch an den beiden herausragenden Akteuren auf den jeweiligen Seiten. Und jetzt die Chance. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Und das meine ich mit Kontern. Gefährlich! Jetzt ist es gefährlich! Ach, das war aber nichts. Aber der Abschluss, Buschi, boah, der war dann mäßig, ja. Ja, da können, wenn wir ehrlich sind, müssen sie mehr rausmachen. Eigentlich eine vergebene, verschenkte Chance. Ja, das stimmt. Da gebe ich dem Reporter recht. Das war auf jeden Fall eine verschenkte Chance. Aber das ist der Ansatz. Hinten stehen und dann nach vorne kontern. Bernardo Silva. Nun Parejo.
Amiri. Wolfsburg kommt über den Flügel. Jetzt De Bruyne. De Bruyne. Nun Parejo. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Amiri. Gut gemacht. Gutes Tackling. Da kommt keiner zur Hilfe. So bleibt es hier. Joao Cancelo. Nun Parejo. Suarez. Ballverlust Manchester City. Super dieses Zuspiel. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ah. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Er gibt das Foul. Das gibt Freistoß für die Citizens. Parejo jetzt. De Bruyne jetzt am Ball. Parejo. Amiri. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Luis Suarez. Suarez! So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, es war 1-0. Ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben sehr gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Rodrigo. Angelino. Luis Suarez am Ball. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Klasse, wie er dahin geht. Schade. Ein Tor. Haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Gut, City führt 1-0. Noch ist aber alles okay. Sie brauchen noch 2 weitere, um weiterzukommen. Wie gesagt, ein 3-0 würde denen reichen. Ja, wir bleiben jetzt erstmal so. Zweite Hälfte kann beginnen. Ja, und schauen wir mal. Es wird jetzt wichtig sein, gut reinzukommen in diesen zweiten Durchgang. In diesem Achtelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League. Erstmal Ballbesitz, Freunde. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Und das war dann mindestens ein Pass zu viel. Der Ball ist weg. Nun De Bruyne. Für die Auswärtsmannschaft sehen wir die nächste Bundesliga-Partie eingeblendet. City über den Flügel. Kevin De Bruyne. Rodri. Parejo. Ui, jetzt müssen wir aufpassen. Alter Schwede. Da ist das Tor. Und jetzt könnte es noch mal spannend. 2-0 steht hier. Sie jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt brauchen wir ein Tor. Okay, das habe ich doch ein bisschen unterschätzt. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier besser rangehen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, was? Okay, wir brauchen jetzt wird es kritisch, Freunde. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Erfahrung reinbringen. Arnold wird kommen. Für Amiri. Plata geht raus und Silva ist bis jetzt auch noch nichts gelungen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Nun De Bruyne. Gute Aktion. Ballverlust De Bruyne. Ja, da müssen sie aufpassen. Wolfsburg kommt über den Flügel. Stark gemacht, das könnte was werden. Die Chance. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Sieht gefährlich aus. Nadim Amiri. Amiri! Knapp drüber. Erste gute Chance.
Weil wir müssen jetzt aufwachen, sonst wird's Maximilian Arnold kritisch. Gefährlich! Jetzt vielleicht! Und da ist Arnold und da ist das Tor, das Auswärtstor. Sehr schön. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, aber Barco setzt sich da gut durch, Freunde. Guckt euch das mal an. Jetzt müssen sie dieses Ergebnis nur noch halten. Nur noch. So. 2-1, hier ist noch alles drin. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Wir haben das Auswärtstor, Freunde. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. City bräuchte 4 Tore, um in die Verlängerung zu gehen. Aber was war das denn für ein Pass? Also noch 2 bräuchte City. Eins können wir uns noch leisten. Heute richtig gut an. Und Parejo. Macht er gut. Bernardo hat den Ball. De Bruyne. Der Ball läuft gut heute bei ihnen. Ja, und sie bieten sich auch immer wieder gut an. Das macht richtig Spaß zuzugucken. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Auf Seiten von Manchester City sehen wir den Wechsel, Buschi. Ja, Wolf, Leroy Sané verlässt den Platz und Raheem Sterling kommt für ihn. Und ja, das soll einfach nochmal Dampf, Schwung bringen. Laporte fängt diesen Ball ab. Angelino. Parejo. Jetzt Laporte. City jetzt gleich mit dem Wechsel. Regulär sind es noch 7 Minuten. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Nun Parejo. Manchester City auf dem Weg zum Tor. Zwei Mal da. Arnold. Ja, schwacher Ball hier. Bernardo Silva. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Ja, da einfach nicht genau. Könnte das dürfte es ja gewesen sein. Da fehlt einfach die Konzentration. Wir sind auf jeden Fall weiter. Auf Seiten von Manchester City sehen wir den Wechsel, Buschi. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Arnold. Das war's. Wir sehen die Freude, wir sehen den Jubel, sie sind weiter. Heute kassieren sie also eine Niederlage, sind ja trotzdem weiter. Vielleicht ein Warnschuss zur rechten Zeit, sie sind noch sehr anfällig. Mensch, das ist das City zweiter. Oh, Atletico Madrid und Mailand. Oder AC Milan, wie es heißt. So, jetzt gibt es die Interviews. Oh, hi there, I've just got a couple of questions. Da ist Atletico drauf. Er hat auch ein bisschen verdient. Thank you for your time. Jo, bitte, bitte, bitte. So, dann geht's jetzt gleich gegen Hamburg. Oh, und Leipzig rückt uns dicht auf die Pelle, Alter. Also wir dürfen uns eigentlich keine Patzer mehr erlauben, weil sonst wird's hier echt kritisch, ey. Also richtig kritisch. Ja. Havertz kommt wieder rein. Bolo kommt. Nee, Quatsch. Da wird auf jeden Fall Barco reinkommen. Und hier ist Sessegnon. Platter macht für Dina Viga Platz. Und das zentrale Mittelfeld ist wieder mit Arnold und Tonali. Milot, Foden.
Aber Duz können wir wieder einsetzen, das ist richtig gut. Gut, das ist unsere Aufstellung gegen Hamburg. Und das müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Sogar Köln hat sogar auch 50 Punkte, alles klar. Ist ein Pflichtsieg, Freunde. Muss ein Pflichtsieg sein jetzt gegen Hamburg. Es regnet, liebe Zuschauer, das Wetter spielt nicht so richtig mit und trotzdem herzlich willkommen zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Hamburg SV gegen VfL Wolfsburg. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Toller Pass. Und jetzt die Chance. Oh, was macht Havertz denn da? Bereinigt, ganz sicher geklärt. Also das kann er deutlich besser. So langsam dürfen Sie sich auf die Meisterfeier einrichten, oder? Gemach, gemach, Wolf. Wir warten noch ein bisschen ab. Sie sind noch nicht durch, aber der Vorsprung ist schon groß, keine Frage. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Sie treten ihn mit einem Sturm an. Es gibt ja viele Teams, die das mittlerweile so machen, und das geht auch, wenn entsprechend aus dem Mittelfeld die Unterstützung kommt. Arnold, was traust du Kai Havertz in der heutigen Begegnung alles zu, Buschi? Ganz wichtiger Mann für sein Team, der läuft viel, der bewegt sich gut und kann eben auch den entscheidenden Pass spielen. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Was macht er draus? Marei jetzt. Macht hier den Solo-Lauf. Was ist denn das? Was ist denn mit meiner Abwehr los? Hallo? Ey, das gibt's nicht, Mann! Wichtiges Tor, ganz wichtiges Tor. Ich krieg den nicht gestoppt. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Oh Gott, Aktion, Ballverlust. Jetzt rennen wir mal wieder einen Rückstand hinterher. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Da kommt er raus und hält den Ball. Und die Aktion musste der Unparteiische ahnen. Gelb also gegen Wolfsburg, vertretbare Entscheidung. Wolfsburg kommt über den Flügel. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Oh Mann. Auf ey, das gibt's Platz. Nicht. Wieso lässt er sich denn da so abkochen? Ball kommt rein. Wichtig, dass er sich den Ball holt. In den freien Raum. Er ist frei. Oh, schlecht gemacht. Richtig schlecht gemacht. Sascha Lukic. Das ärgert mich schon wieder, ne? Das Auftreten hier von uns. Ja, das meine ich. Er passt nicht. Gute Aktion jetzt. Tonali kommt nicht hinterher. Da machen sie Druck. Da oben, der vorne den Ball. Jo, 2-0 oder was? Nee. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Ja, wir sind gerade irgendwie nicht so ganz auf der und Spur. Den spielt er gleich wieder zurück. Ist vorsichtig. Das wird hier auszudrücken. Wir sind überhaupt nicht im Spiel. Alles viel zu hektisch. Ecke kommt.
Ball kommt nicht an. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Wolfsburg kommt über den Flügel. Macht er gut. Havertz. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. So, 1-1, sehr schön. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiter. Marco trifft. Ehrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit. Und macht drittes Saisontor. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Kam jetzt irgendwie nicht mit Vorahnung. Hamburg ist hier deutlich besser. Und vor allem kriegen wir in dieser Saison viel zu viele Gegentore. Ethan Apadu. Liegt vielleicht auch daran, dass wir echt eine junge Mannschaft haben. Kai Havertz. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Also eine extrem junge Mannschaft haben wir auch in der Abwehr. Das könnte da vielleicht auch herkommen. So, wir wechseln dann jetzt mal. Foden kommt für Harvard. Ja. Das Wetter wird leider nicht besser. Die zweite Hälfte läuft. Maximilian Arnold. So, Arnold. Phil Foden. Ah. Fängt diesen Ball ab. Gut gedacht von Barco. Abseits, oder? Wieder so ein klasse Pass. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. So, was macht Tonali da? Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Gute Aktion. Gut aufgepasst. Die so, wir wechseln jetzt nochmal. De La Viga wird rausgehen und dafür kommt dann Mbolo. Und der tauscht dann mit Barco. Flanke wurde abgeblockt. Die Wolfsburger stellen um. Es gibt einen Wechsel. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Also Früchtel, sage ich ganz ehrlich, gefällt mir deutlich besser am Tor als Lunin. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Das nächste Spiel der Gastgeber in der Bundesliga. Klasse Zuspiel. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Ah, schade, der könnte dann auch gerne mal durchkommen. Und da ist der nächste Gegner, das VfL Wolfsburg, Buschi. Ja, es geht gegen Borussia Dortmund im nächsten Bundesligaspiel. In dem Duell gibt es für mich keinen Favoriten. So. Wir wechseln jetzt auch nochmal. Letzter Wechsel. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne Boadus sein Comeback geben. Buschi, wir blicken an die Seitenlinie beim HSV, wird es einen Wechsel geben. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Jetzt der Schuss, weiter gefährlich. Vielleicht die Konterchance. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Was sind das für Pässe von Tonali? Berkay Özgan. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. So, das Comeback von Boadus kommt jetzt für Sessegnon. Die Wolfsburger stellen um. Es gibt einen Wechsel. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. Phil Foden. Macht er gut. Das macht er gut. Er ist noch heiß. Oh nein, es wird nicht das erfolgreiche Comeback, was ich will. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Die HSV-Fans geben alles, sie wollen mehr sehen. Könnte die Führung werden. Oh Mann, wieso passt er da nicht früher ab? Also wir lassen Chancen liegen, Freunde, das ist unglaublich. Und das ist der Ballverlust. Und wir spielen halt immer nur unentschieden. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an.
Und wir verspielen die Champions League dadurch. Weg ist der Ball. Wieso passt er nicht? Ich drück die ganze Zeit passen, der passt nicht. Gefährlich! Guter Vorstoß jetzt. Lange Flanke jetzt. Jo. Sie wollen die Führung, aber die Chance vergeben. Ich dachte gerade, das wäre das Tor. Was ist das wieder für ein Abschlag? Müssen Sie aufpassen, das war alles andere als ein guter Abschlag. Jo, das Tor. Nee, doch nicht. Mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Super Aktion. Das und wir kommen jetzt schon wieder nicht an den Ball. Starke Aktion. Wir kommen nicht an den Ball. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und er gewinnt den Zweikampf. So, jetzt. Jetzt darf es gerne mal nach vorne gehen. Aber es geht einfach keiner und mit. Und jetzt sind es noch 5 Minuten. 5 Minuten Zeit also für beide Teams, die hier doch noch den Sieg. Ey, das gibt es nicht. Kann er was draus machen? Schönes Zuspiel hier. Den Ball spielt er gut. Was macht Lunin denn da? Wieso geht er nach rechts? Wieso geht er nach rechts? Und es riecht nach Sensation, Buschi. Die sind wirklich vorne hier. Wer hätte denn damit gerechnet? Ey, das gibt es nicht. Das war eine ganz, ganz enge Partie heute, die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Hat sie, Buschi? Vielleicht. Führungstreffer. Kurz vor Schluss, ob sie das halten können? Ballverlust. Ey, Mann. Der Schiedsrichter beendet. Ja, Freunde, es läuft. Ich schätze mal, Leipzig hat uns dann noch überholt, ne? Also das war ja... Ich drück Dreieck, um den Torwart rauszuholen und der geht nach... Also Lulin verkaufe ich, Alter. Der spielt nicht mehr, nie wieder. Dass der sich heute für Fehler erlaubt hat, Alter. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. So, vielen ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.